Hallo Leute, hier ist Ready to Cards und heute gibt es wieder bei mir 2022 Mosaic Football. Dieses Mal einen kleinen Vergleich zwischen den Cello Packs und den Blaster Boxen. Gerade am Anfang, wenn man noch ganz neu ist im Hobby, so wie ich hier auch, stellt man sich vielleicht doch schon mal die Frage, was soll man eigentlich kaufen? Cello Packs, Blaster Boxen, was lohnt sich vielleicht mehr? Und dieser Frage will ich heute so ein bisschen nachgehen in diesem Video. Preislich kommt das ungefähr aufs Gleiche hinaus, nicht ganz, aber es ist in etwa vergleichbar, das Ganze. Und dann wollen wir einfach schauen, was schneidet besser ab. Den Anfang machen die Value Packs, bevor wir so richtig loslegen. Wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann legen wir jetzt aber auch tatsächlich los. 15 Karten sind hier pro Packung drinne. Davon gibt es 3 exklusive Mosaic Camo Pink Parallels plus einen weiteren Mosaic Parallel. Und man hat hier die Möglichkeit auf die Retail Exclusive Autographs and Scripts and Rookie Scripts. Und auf der Rückseite, das ist sehr klein gedruckt, man sieht es relativ schlecht, liegt aber auch daran, dass man hier tatsächlich eine ganze Menge rausziehen kann. Man kann hier Genesis rausziehen, die Honeycombs natürlich, die Blue Fluorescent, die auf 15 Karten nummeriert sind. Man hat hier die Möglichkeit, die Shortprints rauszuziehen, wie Busted, Storm Chasers, Glass Mosaic, Razzle Dazzle, das neue Insert. Also wirklich jede Menge Sachen, wie man hier aus diesen Packs rausziehen kann, was sie durchaus interessant macht, meiner Meinung nach. Und dann wollen wir einfach mal anfangen mit dem ersten. Sind immer noch mal so quasi extra verpackt. So sieht das Ganze dann aus. Und dann wollen wir einfach mal schauen. Cello Packs oder Blaster? Das ist heute hier die Frage. So. Der Anfang macht Eli Mitchell, Damien Harris. Und ich habe es gerade vergessen zu erwähnen, aber Mosaic ist auch einer der wenigen Produkte, wo man auch Brock Purdy Rookie-Karten rausziehen kann, was es natürlich auch nochmal interessanter macht. Weiter geht's. Devante Adams, Aaron Rodgers als Super Bowl MVP, Khalil Mack, Justin Fields, Travis Etienne und unser erster Rookie hier ist Fidarian Mathis, Jalen Naylor. Dann haben wir ein AJ Terrell in grün. Dann kommen jetzt unsere Camo Pinks mit Josh Allen. Nicht schlecht. Alan Lazard. Und Josh Pascal. Dann haben wir hier ein Thunder Lane Insert. Devante Adams. Und ein Aaron Jones Bang Insert in Silber. Ja. Und wie könnte es anders sein? Eine abgelaufene Kiss Reporter Karte. Erstes Pack nicht schlecht, würde ich sagen. Aber geht bestimmt auch noch besser, gar keine Frage. Deswegen gleich weiter mit dem zweiten Pack. So. Kenny Pickett wäre natürlich gut. Purdy wäre auf jeden Fall gut. Aber meinetwegen auch die anderen Rookie-Quarterbacks, Sam Howell, Desmond Ridder. Aber schauen wir einfach mal. So, Brandon Ayuk, Jacoby Myers, Eli, Jamal Adams und, er sagt es, Desmond Ridder. Das bekommt auch gleich mal ein Sleeve. Also sieht ganz in Ordnung aus. Na. So. Und dann haben wir schon mal Chase, Mecole Hardman, David Ojabo, Chad White, einen grünen Tyler Barry. Und unsere Pinks sind
Joey Bosa. Noch ein Josh Allen. Okay, und der zweite bisher bereits. Marquise Brown. Und ein Derek Carr. Bang. Okay. Und dann noch einen Silver Juju Smith Schuster. Kennt man daran, dass die Karten nämlich mehr scheinen. Das ist dann immer der Hinweis darauf, dass es sich hier um Silver handelt. Das lügen wir auch mal ganz schnell. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir nämlich auch hier nochmal den Josh Allen. Wobei, das ist nämlich hier National Pride, sehe ich gerade. Sorry, da habe ich gerade nämlich nicht richtig hingeguckt. Das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Und, okay, der andere war auch National Pride. Beide National Pride als Pink. Okay. So, alles mal schnell gesleeved. Und dann Pack Nummer 3. So, los geht's. Fühlt sich ein bisschen dicker an, das Pack, aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch gerade. Chase Claypool. Jalen Waddle für meine PC, nett. Also Wilson als National Pride. Und Adams. Noch ein Aaron Rodgers. Super Bowl MVP. Greenard. Darian Mathis. Den sich irgendwie auch relativ häufig aus Mosaic. Und Jalen Naylor, okay. AJ Terrell diesmal als Silber. Okay. Ich erkenne ein Muster. Kyler Murray als Green. James Conner als Pink. Nico Collins Pink. Und dann Nick Bonito als Pink. Hall of Fame. Tony Gonzalez und dann ein DeAndre Swift Silver Bang Insert. Sieht eigentlich ganz cool aus hier, vor allem mit dem Silber. Finden wir ganz gut. Und Guess Reporter und das letzte Pack. So. Das ging jetzt nicht ganz so doll auf. Sorry dafür. Und dann haben wir Kadarius Toney, Joey Bosa, Breece Hall, nett. Kendrick Bourne, noch ein Marcus Mariota, DeAndre Swift, Dawson Knox, Devin Lloyd als Rated Rookie, Carl Hamilton. Als Rated Rookie Kate Arnton Green, okay. Mike Kosicki, nicht länger bei meinen Dolphins, in Pink. Tom Brady, in Pink, okay, cool, das kriegt dann auch mal gleich ein Sleeve. So. Und dann haben wir hier einen, ups. Also, Stefan Diggs, Pink, ein Will to Win, Justin Herbert und ein Silver, Josh Allen. Jede Menge Josh Allen, die wir heute hier ziehen. So, und dann gehen wir nochmal unsere jetzt hier schnell durch. Gerade gesehen, Josh Allen in Silver, Tom Brady in Pink, Breece Hall Rated Rookie, DeAndre Swift, Bang in Silber, zweimal Josh Allen, National Pride in Pink, Juju Silver, Desmond Ridder und ein Aaron Jones Silver, Bang. Okay, das kommt hier hin und die ganzen Base-Karten wandern einfach nach da.
Und dann als nächstes natürlich die Blaster. So, hier bei den Blastern haben wir auf jeden Fall die Blaster Exclusive Orange Fluorescent Parallels, die hier drin sind. Und ansonsten kann man aber vom Prinzip her genau das gleiche ziehen wie aus den Cello Packs dann eben halt auch. Nur interessanterweise nicht ganz, also es gibt natürlich ein paar mehr Sachen. Also hat hier die Scripps Gold, die zu 10 limitiert sind. Und sowohl Base als auch Rookies, die hat man in den Packs natürlich nicht drin. Und interessanterweise die Orange Fluorescents sind zu 25 und die Blues Florence aus den Packs sind nur zu 15. Wie dem auch sei. Dann Blaster Nummer 1. Sechs Packungen, jeweils sechs Karten, also 36 Karten pro Blaster. So. Und dann legen wir los mit dem ersten Pack. Terry Bradshaw, Chris Olave als British Rookie, guter Anfang. Robert Quinn, Davante Smith, Josh Jacobs und Antonio Gibson, will to win. Okay. Zweites Pack. Warren Sapp. Irgendwie sehr interessantes Bild. Justin Fields, National Pride. Brad Taylor, Justin Tucker. Dann haben wir Kyler Gorn als Rated Rookie und dahinter mal wieder ein Jalen Naylor in Grün. Also Jalen Naylor ziehe ich hier tatsächlich sehr, 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 sehr oft aus. Mosaic ist mir schon aufgefallen. Pack Nummer 3. Und da macht den Anfang Brian Burns, Brett Favre, Luke Kuechly, Henry Dix. Dann haben wir einen D-Hop in Silver und dahinter haben wir ein Thunder Lane Silver schon von Taylor. Okay. Pack Nummer 4. Mit Joe Montana, Harold Landry, James Robinson, Adam Thielen, ja, Romeo Dubs als Rookie, Matt Ryan als Green und das war's. Pack Nummer 5, also der erste Blaster bisher, ja, war das noch relativ überschaubar, würde ich sagen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Okay. Malik Willis, allerdings nicht seine richtige Rookie-Card, sondern NFL-Debut. Ist natürlich nicht ganz so doll. Lawrence Taylor, Nick Chubb. Baker und dann haben wir hier Shabba Hubbard als Silver und ein Thunder Lane Javonte Smith.
Okay, letztes Pack. Halt ein bisschen Magie. Wollen wir mal schauen. Ja, schon mal Chase als National Pride und ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Sieht aus wie Kleber oder sowas. Na gut. John Elway, Stephon Diggs, Shaquille Barrett, Rated Rookie Cameron Thomas, dann ein Brett Johnson in grün. Okay. Wow. Ja, erstes Pack, erste Blasterbox war jetzt sehr, sehr überschaubar, um ganz ehrlich zu sein. Hier die Malik Willis können wir nichtsdestotrotz einfach nochmal schnell sleeven. Aber kein Rookie Parallel gezogen oder dergleichen. Ich sleeve hier einfach mal schnell Romeo Dubs und Chris Olave auch nochmal. Also, da kann der zweite Blaster eigentlich nur besser werden. So, und dann hoffen wir mal, dass er tatsächlich auch besser wird. Wie gesagt, besonders schwer ist es nicht. So. Dann wollen wir mal. Also jetzt muss ja nochmal was Vernünftiges kommen eigentlich. Also müssen natürlich nicht, aber es wäre halt schön. Na gut, nochmal Trey Bradshaw, nochmal Chris Olave. Wenn wir es beim ersten gemacht haben, sleeven wir jetzt den einfach auch nochmal schnell. Das ist ja nur seine Rookie-Karte, aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt in seiner zweiten Saison mit einem auch wesentlich besseren Quarterback gut abliefern wird. Robert Quinn, Nick Bosa, Matt Judon und ein Austin Ekeler. Bang. Okay. Pack Nummer 2 aus dem zweiten Blaster. Das sehe ich gerade nicht so gut auf den Last. So. Mit. Also dieses Bild von Warren Sapp finde ich halt irgendwie sehr speziell. Justin Fields nochmal als National Pride. Fred Taylor. Justin Tucker. Dann haben wir Greg Dulcich als Rated Rookie. Kann sind hier etwas gebohnt, teilweise ist halt der Stab auf der rechten Seite auch nicht so besonders gut. David Montgomery als grün. Okay. So, Halbzeit vom zweiten Blaster. Brian Burns. Brett Favre. Luke Kuechly nochmal. Andy George. Und dann, naja, es geht doch. Ein Ian Hutchinson. Okay, ich sehe es gerade. Es ist auch nicht ein richtiger Rookie-Card, aber nichtsdestotrotz. In Silber immerhin. Nette Variation. Dann haben wir hier unseren ersten Touchdown-Masters, Travis Kelce. Okay. Auch das bekommt natürlich schnell ein Sleeve. Sicher hat bisher unsere beste Karte wahrscheinlich aus den Blastern. So, Joe Montana, Harold Landry, James Robinson, Michael Carter, Matri als Rated Rookie und Najee Harris in grün.
vorletztes Pack. So, dann haben wir nochmal Malik Willis als NFL-DP, okay. Schon jetzt das zweite Mal. Dann Lawrence Taylor, Nick Chubb, Buda Baker. Dann ein Javonte Williams in Silver. Und ein Van der Lane Jonathan Taylor. Und das letzte Pack. Das muss jetzt aber nochmal abliefern, würde ich sagen. Oder auch nicht. Jamar Chase mit der gleichen Stelle hier unten beim Teamschriftzug wie die andere Karte. Nochmal John Elway. Stefon Diggs. Ja, Mitchell. Jermaine Johnson. Nicht der Jets, den wir haben wollten als Rookie. Und dann haben wir noch einen, hey, James Cook, in grün. Okay. Alles klar. Und das war's dann aus der zweiten Blasterbox. Fazit, wir können ja nochmal ganz kurz hier unsere Hits aus den Blastern durchgehen. Wir haben einmal die Willis, beziehungsweise zwei haben wir davon, Romeo Dubs, Rookie-Karte. Wir haben Chris Olave als NFL Debüt. Wir haben das gleiche nochmal. Dann haben wir Aiden Hutchinson als Silver. John Matchy, seine richtige Rookie-Karte. Jetzt ist der zweite Malik Willis und gerade gezogen James Cook in grün. Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich die Packs wahrscheinlich doch bevorzugen. Ja, also ich fand jetzt in den Packs waren deutlich mehr Sachen drin. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich einfach jetzt zwei schlechte Blaster bekommen habe und die normalerweise besser sind. Dann muss ich vielleicht noch mal ein paar mehr Blasterboxen auspacken, um das wirklich richtig gut beurteilen zu können. Aber auch im ersten Eindruck würde ich sagen, Vorteil Cello-Packs vielleicht. Aber schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Cello-Packs oder Blasterboxen bei Mosaic. Was findet ihr besser? Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.